So. Und ich hoffe, das habe ich jetzt auch beibehalten. Weil jetzt sind wir im neuen Part. Juhu! Doppelsprung, doppelte Freude. Und lesen wir weiter. Der Oberaufseher, auch etwas, wovon... Es ist problematisch manchmal. Ich weiß nicht, ob die Bücher mehrfach vorkommen. Ich wollte erst sagen multiple. Aber das ist vielleicht so ein Wort, was manche Leute nicht so unbedingt verstehen. Und keine Ahnung. Auszug aus einem... Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Egal. Es ist manchmal blöd, dass die Bücher, was irgendwo verständlich ist, mehrfach auftauchen, auch an verschiedenen Orten. Nur mein Kurzzeitgedächtnis ist, also die Bücher bleiben nicht in mein Langzeitgedächtnis, so sage ich es besser. Außer es ist eher so markant. Ich glaube, das habe ich gelesen. Egal. Ich lese das jetzt nicht vor. So. Wie immer, ihr könnt Pause machen und so weiter. Es macht keinen Sinn, wenn ich jedes Buch immer einzeln vorlese und dann auch nachher in den Kommentaren mitbekomme. Das ist doch eigentlich schon etwas wahr, was ich bereits gelesen hatte. Öffnen wir ganz viele Türen. Aber ich brauche eine Kombination. Fehlgeschlagene Experimente, das hört sich doch interessant an. Auszug aus einer Vorlesungsreihe über die Naturphilosophie, gehalten von Piero Joplin. Natürlich habe ich versucht, Sokolovs Entwürfe zu verbessern. Selbstverständlich. Und warum auch nicht? Es ist schließlich mehr als wahrscheinlich, dass seine Gedanken von unserer gemeinsamen Zeit an der Akademie beeinflusst worden sind. Und sei es auf noch so eine kleine Art und Weise. Wir sind alle Teile einer Gemeinschaft, die es sich zum Ziel gesetzt hat, die Mysterien des Kosmos aufzudecken. Selbst jene unter uns, die mit größtem Verstand gesegnet sind, werden oft von, sagen wir, intellektuell minderbegabten Menschen zu ergiebigen Resultaten geführt. Sokolov ist da keine Ausnahme, auch wenn er sich bei den Edelleuten seines Genies rühmt. Darüber hinaus ist es wahr. Viele meiner Experimente sind fehlgeschlagen. Darüber muss keiner der Zuhörer in seinen gesellschaftlichen Zirkeln oder den Räumen der Akademie lästern. Großer Ehrgeiz erfordert Risiken. Sie mögen über meine Tür zum Nirgendwo lachen. Aber, ja, die Tür zum Nirgendwo. Wer weiß noch den Part? Ich weiß jetzt nicht die Nummer. Aber die Tür zum Nirgendwo, das ist dieser schwarze Kreis an der Wand. Das ist ein Easter Egg, eine Referenz zu Portal. Aber eines Tages werde ich es nicht mehr tun. Sie wird für ihre Kinder höchstwahrscheinlich so selbstverständlich sein, wie es heute das elektrische Straßenlicht für sie ist. Straßenlicht, bäh. Manchmal habe ich das Gefühl, ich spreche die Worte nicht richtig aus. Aber noch vor ein paar Jahren hätten sie über Sokolovs Blitzpfeiler oder Lichtwand gelacht. Ihr Gelächter, ihr verächtliches Grinsen. Sie sind nicht mehr als der Beweis für ihr eigenes begrenztes Vorstellungsvermögen. Durchaus korrekt. Jetzt muss ich mich nur noch auf die Suche nach der Kombination machen. Wo auch immer die Kombination sein mag. Ja. Das Gelächter ist der Beweis von mangelndem Vorstellungsvermögen. Das kann ich, denke ich, so unterstreichen. Es gibt vielerlei Sachen, die sich... ich weiß nicht, ob ich das gelesen habe. Verdammt. Es gibt viele Sachen, die sich wirklich darauf beziehen, dass irgendwelche Leute Sachen darüber gelacht haben. Entweder weil sie es nicht ernst genommen haben oder weil sie es auch einfach nicht wollten, dass es passiert. Ist da irgendwas drauf? Nein, ist nicht. Das wollte ich jetzt nicht. Aber okay. Ein Beispiel dafür wäre das Automobil oder der Computer. Oh, das habe ich noch gar nicht gefunden. Okay, lesen wir gleich. Bei dem Automobil wurde damals auch gesagt, ha, das ist doch nur ein Trend, das wird sich niemals durchsetzen. Ach Leute, lasst es doch einfach sein. Ja, und was fährt heute überall durch die Gegend? Autos. Beispiel Computer. Personal Computers, PCs. Dass jeder zu Hause einen eigenen Rechner hat. Ja, damals, als die Idee hochkam, ich weiß jetzt nicht irgendwie bei wem, aber so um die Zeit auch damals schon bei IBM, wo die da mit dem Computer firmentechnisch das alles gemacht haben. Ja, wer sollte sich das denn persönlich holen? Das ist doch viel zu viel und keiner würde sich doch einen eigenen Computer holen. Und ja, was haben wir heute? Definitiv lässt sich das zumindest darauf
Ja, übertragen. Lady Boyle vermisst. Lord Regent, unsere Suche nach der vermissten Lady Boyle bleibt leider weiter erfolglos. Niemand scheint zu wissen, was ihr widerfahren ist, obgleich sie die Feier angeblich in einem Boot verlassen haben soll. Oh, das haben die Leute mitbekommen. Okay. Entschuldigung. Dies scheint uns unwahrscheinlich und mehr konnten wir dazu auch nicht in Erfahrung bringen, sodass auch diese Spur kalt geworden ist. So. Zweifellos ist es eine Verschwendung ihrer kostbaren Zeit und ich zögere es auch nur zu erwähnen, aber scheinbar hat sich jemand am Abend der Feier im Boyle-Anwesen unter dem Namen Corvo Attano ins Gästebuch eingetragen. Sicher nur ein kranker Scherz. Aber da sie darum baten, über solche Gegebenheiten informiert zu werden und da wir in aller Offenheit den Körper des kaiserlichen Schutzherrn nie gefunden haben, dachte ich, es sei das Beste, die Sache zu melden. Entschuldigen Sie, dass ich Sie damit belästige. Ich weiß, dass Lady Boyle Ihnen nahe stand. Seien Sie versichert, nicht unversichert. Das ist auch schön, man will Sicherheit spenden, indem man sagt, seien Sie unversichert. Seien Sie versichert, dass wir unsere Anstrengungen verdoppeln werden, um sie doch noch zu finden. Hauptmann Galloway. Ja, und ich sollte meine Anstrengungen auch mal verdoppeln, dass ich hier auch wirklich die ganzen Texte richtig lese. Ich nehme jetzt einfach mal an, dass die Kombination für den Tresor beim Lord Regenten selber ist. Das war das Blitzding, was mich da unten weggehauen hatte. Okay. Ich weiß jetzt mal, was ich eben ausschalte, weil sonst laufe ich dem Ding gleich entgegen. Und dann schießt es mich runter, weil ich nicht mehr dran gedacht habe. Also gehen wir eben nach unten. Und ich glaube, wir haben hier alles gecleared. Wir haben hier alles weggemacht, was uns nicht mehr passt. Hier komme ich nicht weiter. Dann geht es eben hier lang. Die Leute schlafen alle. Wo bin ich denn jetzt hier? Hier sind noch Kugeln. Okay. Ich kann keine Munition mehr tragen. Bin ich hier? Hier bin ich richtig. Du zündest nicht. Danke. So. Jetzt kann ich hier auch hochgehen. Dort oben ist noch eine Wache. Die können wir eigentlich recht leicht dann auch loswerden. Hoffe ich jetzt mal. Weil Sendezentrale. Ah. Sehr schön. Wunderbärtig. Dann geht's hoch in die Sendezentrale. Schauen wir mal, was es da oben gibt. Über ganz Dunwall wurde eine Walölausgabesperre erlassen. Jeder Bürger ist dazu aufgerufen, etwaige Walölvorräte sofort zur Stadtwache zu bringen. Auf das Verbrennen von Walöl steht eine Freiheitsstrafe. Diese Nachricht ist eine Anordnung des Lordregenten persönlich. Wir müssen ihm vertrauen. Okay, dementsprechend ist ja oben auch direkt der Lordregent. Der macht sich erstmal eine an. Kann ihn nicht übernehmen? Wieso kann ich ihn nicht übernehmen? Du bist nicht der... Bitte. Lord Regent. Nein! Was? Optional? Fuck this shit! Hat er jetzt gespeichert? Ich kann mich einfach umbringen. Verdammt! Das wollte ich nicht. Los, ich bring mich jetzt einfach um. Ich will mit ihm reden. Alles vernichten, alles zerstören. Okay, wo komme ich jetzt wieder aus? Das ist mir jetzt erstmal so scheißegal, dass ich mich da jetzt in die Luft geschossen habe. Bitte. Das Spiel muss laden. Okay. Jetzt muss ich hier eben nochmal schauen, ob ich jetzt... Ach, Moment, das kann ich ja so einfach testen. Geistvoll habe ich mitgenommen. Okay. Und das heißt, dort
hinten. Das Ding ist noch an, ne? Gut. Dann gehe ich ein weiteres Mal wieder nach unten. Das heißt, ich kann mich gerade nicht entscheiden, so viel zu tun. Okay, das haben wir mitgenommen. Sehr schön. Einfach kaputt machen, hier ist keiner mehr. Von daher interessiert das auch keine Sau, dass ich hier alles kaputt mache. Zumindest von den Dingern, die hier noch übrig sind. So. Jetzt kommen wir gleich zur Sendezentrale und... Moment. Steht das da überhaupt schon? Finde die Sendezentrale. So ein Bullshit. Das stand da vorher noch gar nicht, dass ich mit denen reden kann. Okay. Dann werde ich das jetzt tun. Ich weiß ja, dass jetzt oben nichts Schlimmes auf mich wartet. Ach so, sprich. Okay, ich hab das vorhin also echt übersehen. Oh Mann. Entschuldigung. Jeder Bürger ist dazu aufgerufen, etwaige Walölvorräte sofort zur Stadtwache zu bringen. Auf das Verbrennen von Walöl steht eine Freiheitsstrafe. Diese Nachricht ist eine Anordnung des Lordregenten persönlich. Wir müssen ihm vertrauen. Ja, ist das so? Bitte, tun Sie mir nichts. Sie wollen den Lordregenten töten, nicht wahr? Verschonen Sie mich. Ich helfe Ihnen, ihn zu besiegen. Er macht Aufzeichnungen mit dem Audiographen. Geheimnisse, die sein Ende wären, würden andere sie hören. Über die Sendeanlage abgespielt wären seine Geständnisse in der ganzen Stadt zu hören und er wäre ruiniert. Wunderbar. Die Audiographkarte, die Sie brauchen, ist in einem Safe im Zimmer des Lordregenten. Aber ich konnte über seine Schulter schauen und mir die Kombination merken. 935. Vertrauen Sie mir. Die Aufnahmen auf dieser Karte werden ihn erledigen. Viel Erfolg. Ja, da seht ihr mal, was mir entgangen wäre. Ah, meine Fresse, ist das gerade easy. Okay, 935. Dip, 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 dip. So. Juhu. Ha, okay. Kaiserliches Juwelenkästchen. Ein Audiograph mit Geständnis des Lordregenten. Ein toter Briefkasten? Was? Kaiserlicher Meisterspion. Wir hatten eine Abmachung und ich hatte bereits weiterführende Pläne gemacht. Der kaiserliche Schutzherr war kein Teil der Abmachung. Sie haben mir versichert, dass Sie und das Mädchen allein sein würden. Hiermit erhöhe ich den Preis für unser Unternehmen. Deponieren Sie das zusätzliche Geld im anderen toten Briefkasten. Ansonsten kommen wir persönlich vorbei, um es uns zu holen. Gezeichnet D. D steht nicht für Outsider. Wer ist D? So. Der Lordregent, nach all dem, was er getan hat, nach der ganzen Scheiße, darf er noch leben? Fragezeichen. Ich glaube, ich gehe hier erstmal durch. So. Anlauf nehmen und dann durchs Feuer rutschen. Wow, das war knapper, als ich dachte. Ich will eben mal nur hier oben vorbeischauen. Weil ich nehme an, hier oben wird er auf mich warten, der liebe Lordregent. Und eventuell wird er so noch ein paar tolle Sachen haben, die ich haben will. Von daher. Zum Dach. Ich kann ja hingehen und auch wieder zurück, wenn es mir da nicht passt. Von daher. Ich werde ja... Uiuiui. Ratten. Eine Alarmanlage. Soldaten. Ihr kommt jetzt nicht zu mir, oder? Die haben noch Sachen bei sich. Das heißt, ich werde hier sowieso hingehen. So, wer bist du? Du bist einfach eine Wache. Du siehst ein bisschen aus wie der Martin Kernow. Oder Kurnow. Kernow. Ich sollte mir angewöhnen, mich selbst darauf zu einigen, nur englische Sachen auszusprechen.
Oder Sachen nur Englisch auszusprechen. So, nicht englische Sachen auszusprechen, das klingt falsch. Das klingt so, als würde ich andere Sachen gar nicht aussprechen wollen. Aber okay. Wir können den Meisterspion oder mittlerweile Lordregenten wirklich vernichten. Hier, du musst dem Beweis nachgehen. Du hast ja doch etwas gesehen. Ab hinterher. Wo ist dieser Corvo? Ich hab deinen Schatten gesehen. Mir wird schwindelig. Und ich werde erdrosselt. Naja, nicht ganz. Er darf immer noch leben. Ein kleiner, aber feiner Unterschied. So. La-di-da-di-da. So summe er vor sich hin. Der Schönling. Mit 20 Münzen in der Hand. Er begibt sich, ohne es zu wissen, zu seinem Freund. Habt ihr Namen? Nein, habt ihr nicht. Ihr seid schlichtweg nur Vasallen. Wenn hier drüber gleich irgendwas gelabert wird... Moment. Was mir gerade einfällt, die ganzen Audiographen. Also das Geständnis. Wie viel Sinn macht das Geständnis, nachdem ich so viele dieser Dinger weggehauen habe? Da kann ja eigentlich keiner mehr hören. Aber naja. So. Weil wir hier niemanden hören oder sehen, kann ich mir das erlauben. Ich mag keine Tallboys. Habe ich das bereits mal erwähnt? Ich mag keine Tallboys. Und da komme ich wohl nicht hoch. Okay. Schauen wir uns mal... Ratten. Euch kann ich doch bestimmt benutzen, um in das Gebäude zu kommen. Vielleicht noch weiter, oder? Schaue ich hier mal lang. Da! Da! Wunderbar! Dann würde ich mich in den Raum selbst wahrscheinlich gerne mal umschauen. Das Licht ist sehr interessant. Wieso habt ihr da ein grünes Licht? Schaue ich mich... Oh... Ich höre was. Herz raus. Wo ist es? Ach, da hinten. Hoi, das ist aber weit weg. Hoi, hoi, hoi. Okay. Eben nochmal die andere Richtung anschauen. Oh, da... Okay, wir kommen auch ohne Ratte durch. Das ist nur die Frage. Welchen Zeitpunkt wir dafür wählen sollten.